Oh, lad os lige manden høre. Kan se bare om fem? Dumt med fem? Ja. Ej, to, tre, fire. Aha. Så. Det samme vi der. De fem forbindende, når lige så Platz geht an Mia Stör, Eichendorf. Der Platz geht an Nina Amarian, Eichendorf. Die Wölmer. Die Kerlichen Altmerker. Das ist schon ein toller Name. Sophie Wöge, Eichendorf. Tillmann Valentin Herrmann, Aschersleben. Zweiter Platz an Marius Köpke, Western Eagle. Von Freitag, Aschersleben. Ich verzichte mal auf die kompletten Namen, sondern ich sage nur, wo sie herkommen. Sonst dauert das noch eine Stunde länger. Kinder M11. Iben Friedrich Eichendorf. An Hübner. Zweiter Platz an Finn Badstüber, Hübner, aus Köln. Und der Platz 1 geht an Julius Zöllner. Wobei ich aber sagen muss, die schnellste Zeit bei den Kindern hat er 11. Zweiter Platz an Christoph Suppert, Schönebeck. Und Platz 1 geht an Philipp Welsch, Eggersdorf. Susan Luther, Eichendorf. Platz geht an Nancy Hofer, Warmsdorfer, Sportis. Und der erste Platz geht an Anja Ziegler, Bernburg. Ja.
Nienburg. Neun Kilometer Seniorinnen W55. Dritter Platz an Petra Götze, Eickendorf. Der zweite Platz geht an Margret Seewald, Wiendorf. Die Schwenke. Übrigens, Heidi gehört zu den vielleicht erfolgreichsten Läuferinnen des Salzlandkreises, zumindest. Seniorinnen W45, zweiter Platz Frauke Richter. Und der erste Platz geht an den Gänsevater, oder an die Gänsevater Sportbewegung, Stephanie Nowak. Auch Stephanie ist eine Altbekannte. Der dritte Platz geht an Arlette Katharine Gräf aus Harzschützen. Senioren M70. Dritter Platz geht an Peter Görsch Eickendorf. Böhme, Bernburg. Und der Platz 1 geht an Harald Lüttgemeier, Elberstedt. Der Platz geht an Friedel Meinecke, Biendorf. An Peter Görsch, Eickendorf. Und der erste Platz, zumindest steht es hier jetzt, an Harald Lüttgemeier, Elberstedt. Jugend U18, Julian Göhr, Halbe. Dritter Platz an Lars Straube, Bernburg. Der zweite Platz geht an Stefan Kühne. Und der erste Platz geht an Jan Graviat aus Barbie. Kommen wir zur Siegerehrung, Senioren M45. Der dritte Platz geht an Mario Anders Aschersleben. Steffen Brückner, Bernburg. Und Platz 1 geht an Haken Kniep, Sülzetal. Der Rechte. 50, dritter Platz, Axel Peters, Magdeburg. Der zweite Platz geht an Silvio Kelle, Eickendorf. Und der erste Platz geht an Jörg Münster, Eickendorf. Senioren M30. Geht der dritte Platz an Even Fürke, Westernegeln. Thank you.
Und der Top meiner heutigen Tag, wie bereits eingangs schon gesagt, er kommt aus Kanan, Tony Keller. Seine Siegerzeit 45:29. Ingolf Naunapper. Natürlich. Ich kenne doch die meisten Namen. Ronny Bartel. Eichendorf. Am 29. Mai noch in Aschersleben beim Triathlon, heute Sieger über 12 Kilometer bei den Senioren M35, Marco Hofer. Senioren M55, dritter Platz, Manfred Busch, alle. Der zweite Platz geht an Uwe Kietner, Bernburg. Übrigens einer der Mitbegründer des Elbe-Cups, das sollte mal erwähnt werden hier. Der Sieger, er kommt aus Möser. Und zwar Uwe Neumann. Uwe, du bist ein sympathischer Bursche, aber ich muss dir mal was verraten. Du hast den Nummer zu den Männern. Der dritte Platz geht an Jürgen Bremer, Bernburg. Der zweite Platz geht an Marc Heinel, Bernburg. Und Platz 1 geht an Mike Löwe, Gänsefurter Sportbewegung. Da geht der dritte Platz an Ronald Rabenstein, Gänsefurt. Der zweite Platz geht an Olaf Waschkus, Schönebeck. Der Sieger gehört zu den Organisatoren des Eichendorfer Solvika-Plaufes, Lothar Imroth. Gerade so noch unter einer Stunde durch. Da geht der zweite Platz an Martin Hennig, Schönebeck. Schwenke, Eichendorf. Die Namen, die ich jetzt nenne, die haben zwar keine Urkunde gekriegt, weiß der Teufel, aber ich möchte jedenfalls, dass das erwähnt wird hier. Der dritte Platz über 9 Kilometer, Senioren M75, die wollen wir nicht unerwähnt lassen, Peter Giesler. Peter, geh wenigstens dorthin. Der zweite Platz geht an Volker Schumann, Eichendorf. Und der Platz 1 geht an Horst Kühn, Eichendorf. Horst, wo haben wir dich? Horst, wo haben wir dich? Übrigens, da muss ich noch was ganz kurz sagen, das gehört einfach dazu. Ich habe mit ihm vorhin mal so privat ein bisschen gesprochen. Der war vorgestern beim Doktor. Und da hat der Doktor, vorgestern, ja, da hat der Doktor gesagt, was er denn so in seiner Freizeit macht und wie er über. Wollen wir nicht unerwähnt lassen hier, er gehört genauso wie Uwe Kietner zu den Organisatoren des Solvika-Cups. Die Schwenke 46:29. Die Zeit für Anja Ziegler aus Bernburg als zweite 46:23 Haupten. Es war ein Wimpernschlag oder eine Brustbreite. Und der erste Platz natürlich, da sind schon fast 3 Minuten Differenz. Stefanie Nowak, 43:39 als Siegerin. Da geht der dritte Platz an Uwe Neumann,
aus Möser 49, 13. Vorsicht an der Fahrbahn. Da ging es auch wieder sehr, sehr eng zu, zumindest im Bereich 3 und 2. Zweiter Platz an Marco Hofer, Team Hofer. 49 Minuten. Kommt er nur auf eine Zeit von 45,29. Toni Keller, blau-weiß Könnern. Und wenn wir mal so ein bisschen...